So, ihr grünen Dämonen, willkommen zurück zu Dragon Ball. Die Reinkarnation von König Piccolo, ein ruhiger und gefasster Krieger, der von sich und anderen gleichermaßen viel abverlangt. Obwohl er ursprünglich Son Gokus Feind war, schließt er sich mit seinem Rivalen zusammen, um der größeren Gefahr durch Raditz entgegenzutreten. Nachdem er hört, dass in einem Jahr noch stärkere Saiyajin auf der Erde eintreffen werden, schwört Piccolo, Son Gohan zu trainieren und sein volles Kampfpotenzial zu entfalten. Dann gehen wir doch da gleich mal voll rein. Der heftige Kampf gegen Raditz endete, aber Piccolo hörte Neuigkeiten, dass mächtigere Saiyajin in einem Jahr eintreffen werden. Nachdem er gesehen hat, welche latente Kraft in Son Gohan schlummert, beschließt er ihn, für den kommenden Kampf zu trainieren. 6 Monate lang überlässt er ihn sich selbst in der Wildnis und beobachtet seine Fortschritte aus der Ferne. 6 Monate vergehen und Son Gohan ist immer noch am Leben. Piccolo erscheint wieder und will den Jungen trainieren. Gut, du hast dich stark verbessert, aber da sind noch Fortschritte, die ausbleiben. Hinter dir! Ich konnte dich nicht sehen, du warst zu schnell. Deine Augen trügen dich, versuche es zu spüren. Ja, aber ich habe es gespürt, das ist das Problem. Du hast den Schlag auf den Hinterkopf gespürt, aber musst meine Angriffe spüren. Ja. Wie ist das mit Dragon Ball? Oh Gott. Ah, dann hat's gereicht. Es ist keine Kindesmisshandlung, wenn man Training drüber schreibt. Ah, der Piccolo hat die Spezialhöllenspirale, also sieht. So, Gohan, jetzt leg mal richtig los. Wer hat dir erlaubt, deinen Skill zu benutzen, ne? War ein guter Anfang, Sandsack. Ich meine, Gohan. Was, wir haben Lord Slug freigeschaltet? Was hat denn der damit zu tun? Gut, der war ja so ein Revival von Oberteufel Piccolo, aber ansonsten. Die letzten 6 Monate scheinen zumindest die Heulsuse aus dir rausgequetscht zu haben. Piccolo-san war
Ja, aber Papa hat immer gesagt, er sagte, seit deiner Wiedergeburt bist du nicht mehr so böse. Er sagt, du bist jetzt eher mürrisch als böse. Ich weiß nicht, aber ich glaube, er hat schon recht. Und meine Mama hat immer noch total Angst vor dir. Jetzt schwafel nicht rum und geh schlafen. Wenn du glaubst, das Training heute wäre hart gewesen, warte mal morgen ab. Ja, jawohl. Welches kleines Gör. Die beiden Saiyajin, Vegeta und Nappa, treffen früher als erwartet ein. Piccolo, Son Gohan und die anderen stellen sich der außerirdischen Bedrohung. Son Goku ist wieder am Leben, aber der Kampf kann nicht auf ihn warten. Zunächst legen Piccolo und die anderen gegen Nappas Pflanzenmänner eine gute Show hin. Aber sie können den Saiyajin nicht mal einen Kratzer zufügen. Voller Selbstsicherheit stellt sich Nappa dem Kampf. Lass mich raten, hier gibt's eine Alternative, wenn ich Nappa einfach in Rekordzeit zu Klump zerkloppe. Weil Piccolo dann ja nicht stirbt. In der richtigen Geschichte ist Piccolo ja in diesem Kampf gestorben. Aber eventuell können wir das ja ändern. Er sieht uns gerade nicht, dann laden wir gerade mal Sparking auf. Besser mal hier rüber guckt, wo der Strahl herkam. Mal gucken, ob wir tatsächlich jetzt eine alternative Zeitlinie zuerst machen. Naja, ich habe ihn nicht richtig erwischt. Also wohl eher nicht. Ich hab grad den Block nicht so richtig. Ich kann dich auf keinen Fall besiegen, ja? Okay. Ja, vielleicht holen wir keine Alternative Ding. Aktivieren wir radikal. Das ist ein Instant Sparking. So, beenden wir's. Ich glaube nicht, dass das auf Zeit ging. Warum lebt er noch? Nappa, ich habe dich gerade volle Kanne erwischt.
So, Feierabend. カカロットかどうかは知らんが、戦闘力5000ほどの奴がやってくるようだな。 Schauen wir mal, ob das jetzt eine alternative Route ist. Aber ich habe eigentlich zu lang gebraucht, als dass ich davon ausgehen würde. Nappa! Futari o kurose! Sanbiki sorotte te o kumareru to yakkai na koto ni nari sou da! Nappa, es reicht, genug gespielt. Erledige sie sofort. Sie dürfen sich nicht gegen uns zusammenschließen. Piccolo-san, nigete! Otou-san ga kuru made nantoka boku ga kuitomeru yo! Nein, Piccolo, lass mich, verschwinde. Und finde einen Weg, den Kerl zu beschäftigen, während wir auf Papa warten. Was soll der Unsinn? Du erwartest, dass ich alleine gegen diesen... dass ich dich alleine gegen diesen Trampel antreten lasse? Mich beschäftigen, ja, wenn das Gör das unbedingt will. Dann los. Verdammt. Nani? Was? Jetzt bist du erledigt. Stirb. Warum hast du das getan? Lauf zum Gohan, bevor es... Im Tode nahe teilt Piccolo ein paar letzte Worte mit Son Gohan. Son Gohan, du bist der Einzige, der mich nie wie ein Monster behandelt hat. Piccolo, nein, bitte halte durch. Danke, Son Gohan. Mit Piccolo stirbt auch Gott, der ein Teil von ihm war. Ja, und damit ist die Saiyajin-Saga für Piccolo schon gelaufen. Also Piccolo, ich hab's schon mal gesagt, Piccolo hat immer nur so ein paar winzig kleine Momente. Warte mal, Episodenkarte RT. Warte mal, hat Piccolo echt keinen... Doch, Piccolo hat hier eine Abzweigung. Besiege Nappa. Und es gibt noch eine alternative Abzweigung. Die aber zum selben Ziel führt. Dann würde ich die direkt machen. Sate, ikka. Weil wenn wir damit auch auf Namek landen, dann macht das ja keinen Sinn, wenn ich jetzt das zum Schluss dann nochmal aufgreife. Dann machen wir einfach die Alternative, die uns im Prinzip zum gleichen Ergebnis führt. Das eine war besiegen, Nappa. Ich kann mir zwei Szenarien vorstellen. Möglichkeit 1 ist, besiege Nappa, aber mit der Höllenspirale. Möglichkeit 2 ist, besiege Nappa nicht und lass die Zeit ablaufen. Weil das Unendlich-Symbol von der Zeit ist weg. Ich
Ja, genau darauf habe ich gehofft. Jetzt habe ich nämlich ein bisschen Abstand gewonnen. Oder auch nicht. Abgang. Ich weiß es halt nicht, ich kann es echt nicht sagen. Okay, Kaikosen ist aber auch eine Möglichkeit, ihn zu stunnen, falls ich ihn mit der Höllenspirale erledigen will. Aber der Kampf läuft jetzt schon eine ganze Weile. So langsam machen wir nochmal einen Sprintangriff für dich. Aber ich würde fast behaupten, die erwarten von mir eine Höllenspirale. Ja, das ist zu kurz, ne, in der Reichweite. Ah. Ja. Hätte ich lieber den Sprintangriff nochmal gemacht. So, und wenn der jetzt stunt ist, Höllenspirale. Mal gucken, ob das was ändert. Vielleicht müsste ich ihn auch in der vorgegebenen Zeit besiegen, keine Ahnung. Wenn nicht, probiere ich ihn nächstes Mal noch schneller zu besiegen. Jetzt habe ich mir extra Zeit gelassen.
Dann mache ich beim nächsten Mal den Sparking Spam. Nappa! Ftariokro. Ja, ich befürchte, das ist einfach exakt dasselbe. Ja, das ist genau dasselbe. Ne, hier wollte ich hin. Ist leider keine alternative Route gewesen. Gut, ich werde das vielleicht mal nachgucken. Und ja, ich muss jetzt erstmal arbeiten gehen. Ihr lasst mir hoffentlich trotzdem ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns, wenn es weitergeht, mit Dragon Ball Sparking Zero. Bis dann, euer Wolf.